In Wien wird über weitere Maßnahmen, über Verschärfungen diskutiert. Die Maskenpflicht könnte zurückkommen in den Handel. Wie dramatisch wäre das für die Bundeshauptstadt? Es wäre vor allem gerade derzeit nicht nachvollziehbar, vor allem für die 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Lebensmittelhandel erst vor einem Monat, nämlich am 1. Juni, das Maskenaus eben als Zugeständnis bekommen haben, dass sie endlich im Sommer mal durchatmen können. Für uns wäre es im Ergebnis katastrophal. Wir sind ja kritische Infrastruktur und wir haben gestern aus einem Krisenstab mit den Lebensmittelhändlern klar entnommen, wenn diese Maskenpflicht kommt, ohne dass es mit uns abgestimmt ist, dann werden wir die Nahversorgung nicht in dem Maße aufrechterhalten können, denn es laufen uns alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon. Die wollen sich das nicht mehr antun. Sie sehen einfach den schwarzen Peter bei sich und es ist einfach ein enorm schwere, belastende Arbeit täglich und das bei Hitzetemperaturen. Und daher laden wir jeden Politiker ein, das einmal auch einen Tag lang umzusetzen. Und das obendrauf, wo der Handel nie ein Corona-Hotspot war, nur 0,01% der Fälle wurden im Handel nachgewiesen. Expertinnen und Experten schlagen Alarm. Sie sprechen von einer Sommerwelle, aber auch vor einem sehr herausfordernden Herbst. Wie bereitet sich der Handel auf den Herbst vor? Ja, wir haben jetzt schon eine Schere, in der sich auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen befinden und der österreichische Handel. Einerseits kaufen wir um über 25% teurer die Waren ein, aufgrund der Folgen der Ukraine-Krise, der Zero-Covid-Politik aus Asien. Da kommt noch einiges auf uns zu. Auf der anderen Seite haben wir eben eine Kaufkraft, die immer mehr auf der Bevölkerungsseite wegbricht. Das heißt, die Menschen im Land haben einfach weniger zur Verfügung. Das Entlastungspaket kommt erst an. Die Stromrechnungen sind aber schon eingegangen. Und damit merken wir, dass wir oft nur noch mit hohen Rabatten überhaupt Umsätze erwirtschaften können. Und das lässt sich heute nicht aufrechterhalten. In der Mitte steht die ausstehende Arbeitsmarktreform. Wir haben eine besorgniserregende Entwicklung. Wir suchen 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jeder zweite Händler im Land sucht Mitarbeiter, um überhaupt die Geschäfte offen zu halten. Und daher ja, wir weiten die Lagerstände aus und schauen, dass wir noch beschaffen können, was möglich ist. Wir appellieren an die Politik, dass auch der Handel energieintensiv ist, in der Produktion, in der Lieferung, in der Kühlung. Und wir appellieren und sind in klaren, harten auch Gesprächen mit der Politik, dass man die Covid-Maßnahmen auch im Quarantänebereich durchaus realistisch umsetzen muss, um die großen Systemziele, nämlich die Aufrechterhaltung der Nahversorgung, zu keiner Zeit zu gefährden. Aber es wird eine sehr schwierige Situation und wir haben kein Verständnis dafür, dass es eine tagungsfreie Zeit im Parlament gibt von 72 Tagen. Das sind über 10 Wochen. Nicht einmal unsere Kinder haben so lange Ferien. Und jeder weiß, dass man dann eine Zweidrittelmehrheit braucht, wenn man Notbeschlüsse fassen muss. Und diese Handlungsfähigkeit muss man sie in so einer Krise von der Regierung und damit auch vom Parlament erwarten können. Und nicht jetzt in Hurt drauflegen, aber wenn dort viel gestritten wird und keiner tauschen will, ist es in der Verantwortung, hier auch wirklich Rufbereitschaft zu haben. In der Politik ist nun eine interessante Diskussion ausgebrochen, speziell von dem oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer, dass die Quarantäne abgeschafft werden sollte. Epidemiologisch wäre das natürlich fatal, weil dadurch würden dann weitere Cluster aufpoppen. Aber Stelzer sagt doch, man wird mit Covid leben müssen, da einfach diese Krankheit, diese Infektion nicht weggehen wird. Wie sehen Sie das als Handelsverbandsgeschäftsführer vor einer dauernden, massiven Herbstwelle, wo dann wirklich wieder Dutzende, Hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichzeitig in Quarantäne sein werden? Soll die Quarantäne abgeschafft werden aus Ihrer Sicht? Ja, eine ganze Abschaffung ist deshalb nicht möglich, weil man unterscheiden muss zwischen jenen Menschen, die Symptome haben und anderen, die keine Symptome haben. Und hier müsste man nachschärfen. Das heißt, es sollte einfach möglich sein, dass wenn man keine Symptome hat, dass man einfach weiterhin berufstätig bleibt, dass man damit einen Beitrag leistet, dass wir alle durch diese Krise kommen. Und wenn man Symptome hat, dann muss man natürlich zu Hause bleiben. Wenn man aber in die Arbeit gehen kann, weil man keine Symptome hat, dann sollte man das auch tun können, indem man FFP2-Maske trägt, damit sich selber und die anderen schützt. Und letztendlich muss man sowieso mehr auf Eigenverantwortung setzen. Und daher wären wir für Verkehrsbeschränkungen für infizierte Personen, die aber nicht automatisch bedeuten, dass man nur zu Hause ist. Wenn ich Ihnen da kurz ins Wort fallen darf, aber glauben Sie wirklich, dass das funktioniert? Weil man hört ja auch, dass Personen, die keine Symptome haben, dann eben auch andere anstecken können, selbst wenn sie eine Maske tragen, speziell die vulnerable Gesellschaft.
Es ist immer so, dass manche Menschen dann natürlich sich nach der Decke strecken und schauen, dass sie das System ausnützen oder umgehen. In dem Sinne können wir einfach nur appellieren daran, dass schon jetzt eher eine Minderheit die Systeme, die Wirtschaft und damit den Wohlstand im Land aufrechterhält und nicht die Mehrheit. Und daher braucht es hier wirklich auch eine neue Definition. Und ja, man muss einfach in eine neue Haltung kommen. Das, was der Landeshauptmann sagt, sagen wir im Handelsverband auch an dem Sender schon seit 2 Jahren, Leben und Wirtschaft mit dem Virus. Damit man so weit kommt, muss man im ersten Schritt einmal die bisher gesetzten Maßnahmen evaluieren, nach Branchen differenzieren, Hotspots oder nicht. Diskotheken sind nicht so wie der Handel mit kurzen Aufenthaltsdauern, nachweislich. Und dann muss man auch auf die Eigenverantwortung setzen. Wir leben alles schon seit 2 Jahren mit dem Virus. Es ist genauso, dass wir alle, wenn wir mit vielen Leuten zusammen sind, im Verkehrsmittel eher die Maske tragen werden. Wenn wir aber der Meinung sind, wir sind in einem Umfeld, das nicht so gefährdend ist, dann wird man ohne Maske gut durchkommen. Wenn man aber 8 Stunden lang schwere körperliche Tätigkeiten verrichten muss und dafür verantwortlich ist, dass die Menschen versorgt werden mit Lebensmitteln, dann muss man auch hier mal sagen, okay, dann geht es nicht, dass ein Bürgermeister unabgestimmt einfach wieder einen Sonderweg einschlägt, auch wenn er sich vielleicht politisch positionieren möchte, auch wenn er die Gesundheit stärker gewichtet, aber die großen systemischen Ziele dürfen dabei nicht außer Kraft treten oder aus dem Blickfeld geraten. Und das ist auch in Wien die Nahversorgung. Wechseln wir das Thema und kommen von der Corona-Krise zur nächsten Krise, nämlich zur Teuerungskrise. Die Inflation ist laut Schnellschätzung der Statistik Austria im Juni erneut angestiegen, nämlich auf 8,7%. Die SPÖ kritisiert die ÖVP stark betreffend des Anti-Teuerungspaketes. Was brauchen die Österreicherinnen und Österreicher, um durch diese Teuerungskrise zu kommen? Die Menschen im Land brauchen eine rasche, spürbare Entlastung. Was sie auch nicht brauchen können, ist ein parlamentarischer Hickhack, der mittlerweile derart peinlich ist, dass man auch als Unternehmensvertreter international sich fast schämt. Und ich möchte auch sagen, die SPÖ tut sich da auch keinen Gefallen, wenn es Preisdeckel fordert in allen Bereichen. Was heißt im Lebensmittelhandel ein Preisdeckel? Das ist Schwachsinn. Warum? Und das in aller Deutlichkeit, weil die Produktion schon so viel Mehrkosten hat in der jetzigen Preisverteuerungswelle, dass sie zu diesen Deckelpreisen einfach nicht mehr produzieren können. Und das würde zu leeren Regalen führen und das würde zu Knappheiten führen. Das heißt, hier muss man mal wirklich einen Punkt setzen und das aus der Streit stellen. Das ist billiger politischer Hickhack. Das Zweite ist natürlich, dass auch die ÖVP hier wirklich gefragt ist, dieses Entlastungspaket so rasch wie möglich in Kraft zu setzen. Und daher gefällt der Wirtschaft diese parlamentarische Pause hier wirklich gar nicht, denn alle Maßnahmen treten nicht sofort in Kraft und es hat auch die Opposition recht, dass man beispielsweise die Aufhebung der kalten Progression auch schon rückwirkend hätte machen können mit 01.01.2022 und damit die Entlastung zeitnäher der Bevölkerung zukommen lassen hätte können. Wir brauchen auch noch mehr Netto vom Brutto für die arbeitende Bevölkerung, weil es muss, und da ist auch der Arbeitsminister gefordert, eine Unterscheidung geben zwischen jenen Menschen, die können, aber nicht wollen und jenen, die nicht können, aber gerne wollen. Und da haben wir zu wenig Unterscheidung und das sind die wesentlichen Voraussetzungen, damit wir hier wirklich effektiv durch die Krise kommen. Was uns nichts bringt, ist diese Streiterei, die einfach auf jeden Stammtisch gesitteter abgeht. Die Opposition wirft der Regierung eben vor, dass man hier die Österreicherinnen und Österreicher wie Kleinkinder behandelt, dass man ihnen nicht den reinen Wein einschenkt und nicht genau sagt, was Sache ist, was da im Herbst auf uns zukommt. Rechnen Sie damit, dass die Teuerung noch dramatischer wird, als wir uns das jetzt alle vorstellen können? Wir wissen, dass die Wissenschaft und die Wirtschaftsforscher meist bei diesen kurzfristigen schwarzen Schwänen, wie man sie nennt, also unabsehbaren Krisenentwicklungen, in den Prognosen daneben gelegen sind. Das haben wir schon am Anfang bei der Corona-Pandemie gemerkt. Unsere Frühindikatoren sind die globale Beschaffung. Daher, ja, wir glauben, dass der Zenit nicht im Herbst, sondern spätestens im Dezember hoffentlich erreicht ist. Aber es wird sich auf einem hohen Niveau verfestigen, weil auch wenn die kriegerische Auseinandersetzung endet, was nicht enden wird, werden die Sanktionen sein, auch wenn sie uns noch so sehr wehtun. Und da wäre schon auch einmal angebracht, dass man erklärt der Bevölkerung, was heißt das. Wenn man sich über Lebensmittelpreise, die im Steigen begriffen sind, beschwert, muss man halt sagen, wo das herkommt. Die Treiber bleiben Energie- und Rohstoffkosten. Und genau das führt dazu, dass einfach ein Traktorpreis bei einem Ölembargo sich durch den Diesel um 35 Cent pro Liter erhöht. Und das führt zu teuren Produktion, führt zu teurer Lieferung, führt zu teuren Lebensmitteln.
Preisen. Daher muss man dort ansetzen, wo die Ursachen sind. Und man müsste halt dort, wo Zufallsgewinne entstehen, im Energiebereich wirklich auch bei der Mehrwertsteuer Rückerstattungen an die Bevölkerung angehen. Das muss man noch stärker forcieren, automatisierter forcieren, weil in Krisen ist es nicht nur so, dass es praktisch für die Menschen schwierig ist. Mhm. Bürokratie können sie auf keinen Fall brauchen. Und es ist aber nicht richtig von der Opposition zu sagen, einmal Effekte sind gar nichts wert, Gutscheine und Absetzbeträge sind auch was wert. Aber es braucht ja da strukturelle Maßnahmen, da ist auch was dabei und es muss noch mehr werden. Immer mehr Bereiche sind von dieser Teuerung betroffen. Welche Bereiche sind am schwersten betroffen? In der Bevölkerung oder von den Produktgruppen, meinen Sie? Von den Produktgruppen. In den Produktgruppen sind wir mittlerweile eigentlich überall betroffen. Das heißt, die erste Welle war eine der pflanzlichen Produkte aufgrund der Kornkammer Europas, der Ukraine und der Lieferengpässe. Dann haben sich die Händler natürlich andere Märkte suchen müssen, wo es teurer ist, Getreide und anderes zu beschaffen. Dann war die zweite Welle, die wir auch hier prognostiziert haben, die bei den tierischen Produkten, weil eben die Energiekosten in der Produktion für die tierische Produktion sich verteuert haben. Und daher ist mittlerweile außer bei Mode und Kleidung, wo real eigentlich das immer weniger wert wird, weil die Menschen es nicht mehr leisten können und die Händler es billiger anbieten müssen, kaum mehr ein Bereich ausgespart. Aber der Kernpunkt bleibt Energiekosten und da müssen wir uns wirklich für einen heißen Herbst warm anziehen und sollten alle Hausübungen machen. Was wir nicht brauchen können, sind 72 Tage jetzt Ruhepause.